Ich bin sehr gut gelaunt, denn Marcel kommt heute vorbei. Wir fahren heute 400 Kilometer weit weg. Er weiß nicht wohin, denn es ist seine Aufgabe für Heuleise Runde 2. Kommt der Hauptdarsteller. Was erwartest du? Mach mal die Kamera aus, Alter. Lass mich in Ruhe. Was erwartest du denn heute von dem Dreh? Keine Ahnung, du holst mich voll um die unchristliche Uhrzeit aus dem Bett und keine Ahnung. Freust du dich ein bisschen? Ja. Kann man noch keine Witze drücken, aber mal gucken, wie lange noch. Ja. Ja, steig an. Geht los. Luftfahrtmuseum, Mahnung, Gedenkstätte. Ich habe absolut keinen Plan. Luftfahrtmuseum. Ja, Luftfahrtmuseum. Ja, mit Geschwindigkeit habe ich ehrlich gesagt überhaupt kein Problem. Nur mit Höhe, das weißt du. Irgendwo im Harz. Wartet es auf dich. Ja, es ist sehr, sehr ungewöhnlich für so eine Sehenswürdigkeit, wo wir uns jetzt hier befinden. Und ich würde sagen, ich halte einfach mal die Cam auf den Marcel und warte seine Reaktion ab, bis er genau checkt, was hier abgeht heute. Kannst du schon was erkennen? Ja, da an irgendeinem Ein. Alter, die längste Hängebrücke ihrer Art, ja. Muss ich dir was sagen? Das ist nicht deine Aufgabe, komm. Echt nicht? Nein. Ich dachte mir so, du zeigst mir das, also am Seil entlang gleiten. Ich dachte so, okay, muss ich nicht haben, aber der Turm hat da nichts mit zu tun, ne? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Dann geh mal gucken. Da ist eine Brücke, da laufen Menschen drüber, aber ich werde ja nicht da drüber laufen müssen. Ich weiß nur von nichts. Danke. Ohne Spaß, ne? Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Leute, Chris hat mich jetzt hier alleine gelassen. Ich stehe immer noch hier an unserer Aussichtsplattform. Ich habe immer noch keinen Plan, was ich machen soll. Hier sind halt so viele verschiedene Eindrücke, die ich nicht sortieren kann. Also selbst die Verwirrung ist verwirrt. Ich habe keinen Plan. Ich habe echt keinen Plan. Also alleine diese Unwissenheit macht mich gerade echt fertig. Jetzt kommt er mit so einem Grinsen. Mit so einem Grinsen kommt er hier hin. So Leute, der Marcel da kriegt jetzt schon mal sein Ticket. Was steht denn da drauf? Ist ja egal, was da drauf steht. So, machen wir mal schön einen Pulli. Nein, kannst du das. Also wenn ich mir hier nur diese Seilbahn da, diese Seilrutsche angucke, ne, da kriege ich schon Panik. Ich hoffe, der verfängt sich da irgendwie. Du machst dann Salto, hängst da, fliegst da runter und direkt vorbei. Ja, das ist ja nicht deine Aufgabe. Ja, wäre schon kacke. Deine Aufgabe macht ja keiner, du bist ja der Erste, sonst hätte ich dir das vorher gezeigt. Die Frau von gerade geht mir nicht aus dem Kopf. Mit so einem ernsten Blick. Musst du springen? Wie musst du springen? Wo? Ich weiß nicht wo und dann macht die noch große Augen. Er sieht hier schon ein bisschen höher aus als von da vorne. Und da ist irgendwas in der Mitte von der Brücke. Ich geh doch mal gucken. Ich spring doch nicht von der Brücke, Alter. Geh doch mal gucken. Hast du am Strommast geleckt, Alter? Guck mal bitte. Und du sagst mir, du würdest das auch machen? Also ohne Spaß, das ist ein Gefühl, das hatte ich noch nie. Was hast du? Nix, mir wird gerade bewusst, was ich da machen soll. Da ist ja noch keiner gesprungen. Ohne Spaß, mach Kamera aus. Du siehst das doch noch gar nicht. Ich sehe genug. Was siehst du denn? Das ist keine. Das hat auch nichts mit Höhenangst zu tun. Also ich habe Panik. Ohne Spaß, ich habe hier an so einem Bungee-Sprung habe ich in Betracht gezogen, ne? Aber nicht, dass ich da von irgendeiner Hängebrücke springen muss. Die längste in Deutschland. Jetzt zeig doch mal die Cam. Hier. Das ist auch dein Video. Das bekommt man, wenn man genötigt wird. What the fuck? Guck mal, ich schwing da. Ist, wenn wir den jetzt festmachen, nichts verstellen. Ja?
gibt doch Bereiche, da ziehen wir uns bewusst ein bisschen lockerer, warum das so ist. Erzählen wir dir auch gleich. Ja. Da muss noch ein bisschen Spiel sein. Ja. Ich vertraue euch dazu 100%. Das solltest du. Können dir jetzt schon mal versprechen, während des Auslösens, wenn du hier festhältst, so fest hast du noch nie irgendwas gehalten. Im Regelfall dauert so ein oder zwei Schaukelpositionen hin und her, dass die Leute mitkriegen, oh, war geil, ich hab's geschafft, ich lebe noch. Ja. Und dann empfängt dich auch ein riesig großes Glücksgefühl. Dann wollen wir sogar ein Handzeichen, ruhig mal Daumen nach oben, wenn es dir gut gefallen hat, auch gerne beide Daumen nach oben. Ja. Kannst du mal schreien, Christian, du bist der Geilste. Ja. Das würde ich auch fühlen. Hat ja das schöne Geschenk gemacht. Also wie gesagt, das ist wichtig, beim Auslösen Hände hier und nach den ersten ein, zwei hinten herschaukeln, Daumenzeichen und Christian ist der Geilste. Ja? Wir werden dich dann, wenn das Zeichen von dir kommt, quasi das Überlebenszeichen, ja, dich bewusst noch ein bisschen hin und her pendeln lassen. Kannst du nochmal den Spruch sagen, sonst hat er den vergessen? Nee, ich hab... Christian ist der Geilste. Ja? Aber erst, wenn beide Daumen oben sind. Füße drüber, Marcel. Einfach baumeln lassen, geht noch nicht. Oh. Oh, anderer Fuß auch? Erstmal. Alles gut, Marcel. Erstmal volle Druckbelastung. Jetzt lehnst du dich richtig nach hinten rein. Jetzt horst du mal nicht rein. Wie gesagt, Hüfte muss drücken, Beine sollte schön gemütlich sein, in Anführungszeichen. Okay. Alles gut? Alles gut. Geht vom Gurt? Ja. So? Ja. Geh los, in 3, 2, Christian, du bist der Geilste. Christian, ich hasse dich, du bist ein Penner. Ich hab gestiegen wie so ein Mädchen! Ah, Marcel, einen super schönen Sound hast du uns geliefert. Der war echt schön. Letzte Worte. Danke. Du musst übrigens nochmal, du hast gleich unten nicht gerufen, Christian ist der Geilste, ne? Die Kameras liefen nicht, ich muss nochmal, ne? Ich hatte noch nie auch nur ansatzweise so viel Panik in meinem Leben wie gerade. Das war hart asozial von dir. So richtig. Ich habe gedacht, ich muss sterben. Nicht lange, aber diese wenigen Sekunden werde ich nie vergessen. Und nein, ich würde das nicht nochmal machen. Ich bin erleichtert, dass ich lebe, ja. Meine Beine zittern noch, mein Puls ist weiß ich nicht wie hoch. Keine Ahnung. Ich hab dich nicht mehr gern als vorher, eher weniger.